Hi, ich bin Hazel. Ihr kennt mich vielleicht noch nicht, aber das wird sich ganz bald ändern. Denn schon bald werden alle über mich sprechen und ich werde allen zeigen, dass aus mir was wird, dass mein großer Traum, ein Star zu werden, in Erfüllung geht. Aber noch sitze ich hier in meinem Zimmer in meinem Elternhaus in Henford-on-Bagley. Ich habe genug. Genug davon, das schwarze Schaf der Familie zu sein und genug davon, dass meine Geschwister alles bekamen und ich nicht. Klar, ich habe ein schönes Zimmer und ein Dach über dem Kopf, aber meine Eltern interessieren sich nur für meine Adoptivgeschwister. Mein Bruder Mick kam zu uns in die Familie, da war ich gerade 3 Jahre alt. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ständig ein Mann mit Anzug bei uns war, um zu prüfen, ob wir eine geeignete Familie sind. Ständig musste ich mich besonders schön anziehen und ganz besonders lieb sein. Und dann kam Mick zu uns und alles änderte sich. Meine Eltern waren so glücklich mit Mick, da er sich für die Tiere und den Hof zu interessieren schien. Ich hingegen wollte immer lieber mit meinen Puppen spielen und Geschichten erzählen. Als wäre Mick nicht schon ausreichend gewesen, holten meine Eltern noch die Zwillinge einer verstorbenen Freundin zu uns. Tobias und Sophie waren zwar ganz süß, aber nun hatten meine Eltern noch weniger Zeit für mich. Ich weiß, dass meine Mom selbst im Heim groß geworden ist, aber musste sie gleich 3 Kinder adoptieren? Naja, also ich kümmerte mich die meiste Zeit um mich selbst und versuchte, meine Leidenschaft in der Theater-AG auszuleben. Meine Eltern haben noch nie eine Aufführung gesehen. Immer kam irgendwas dazwischen. Mal war es Mix Pfadfinderveranstaltung, ein anderes Mal mussten die Zwillinge von ihrem leiblichen Vater abgeholt werden. Vielleicht hatten sie aber auch einfach keine Lust. Sie verstanden nicht, warum ich nicht am Hof mit anpackte und lieber vor meinem Spiegel stand. Aber ich sag euch was, das macht mir nichts. Nein, ich werde meiner Familie und allen in Henford schon zeigen, dass ich das Zeug dazu habe und dass ich Erfolg haben werde in meinem Leben. Also habe ich mich jetzt heimlich an der Highschool außerhalb unserer Stadt angemeldet. Die Highschool ist in Copperdale, weit weg von Henford. Sie bieten dort einfach einen Cheerleader-Kurs an. Ist das nicht mega cool? Ich werde jetzt meine Tasche packen und ein paar der Drachenfrüchte von meiner Mom, um sie später zu Geld zu machen, und werde gehen. Den Abschiedsbrief, in dem ich meiner Familie erklärt habe, wie wichtig mir das ist, dorthin zu gehen, habe ich jetzt auf den Küchentisch gelegt. Ich hoffe sehr, dass sie mich gehen lassen und mich nicht aufhalten. Die Eltern meiner Freundin Olivia haben in Copperdale ein Haus und wir können dort zu dritt einziehen. Ich freue mich auf die WG mit Olivia und Billy. Wir müssen zwar einiges an Miete zahlen, aber das Geld dafür bekommen wir schon irgendwie zusammen. Ich bin bereit für mein neues Leben. Ein Leben an der Highschool und ein Leben voller Herausforderungen und großen Zielen. Und damit herzlich willkommen zu Part 1 unseres Werde-Berühmt-Let's Plays mit der lieben Hazel. Ihr habt Hazel jetzt schon so ein bisschen kennengelernt durch das kleine Intro, das wir hatten. Viele von euch kennen Hazel ja bereits aus unserem Farm-Let's Play. Das Farm-Let's Play ist jetzt beendet und wir starten in ein neues Let's Play, in dieses Let's Play, in dem wir die Werde-Berühmt-Karriere spielen. Wir werden aber nicht nur die Werde-Berühmt-Karriere spielen, sondern auch das Highschool-Pack, meine Lieben. Es ist unglaublich. Das Highschool-Pack ist raus. Das passt natürlich super in unsere Geschichte. Es passt super in dieses Let's Play und somit habe ich die Highschool-Geschichte jetzt einfach mit in die Regeln von unserer neuen Challenge mit integriert. Die Challenge haben wir selbst geschrieben, die findet ihr nochmal in der Kanalbeschreibung bzw. in der Videobeschreibung. Könnt die Challenge auch sehr gerne parallel mitspielen, da würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, bevor ich euch jetzt hier das Ohr im Intro abkau, starten wir direkt rein ins Spiel und ich zeige euch, was genau und wie genau wir jetzt hier starten. Ganz viel Spaß mit Part 1 und los geht's! Hier sehen wir nicht nur unsere wunderbare Hazel, sondern auch ihre besten Freundinnen oder bald besten Freundinnen. So best friendly sind sie noch nicht, aber da arbeiten wir noch dran, kein Problem. Auf ihrer rechten Seite, also wenn wir sie jetzt anschauen, rechts, ist die liebe Billy. Sie kennt sie von der Schule von früher und auf der linken Seite ist die liebe Olivia. Die werde ich ab und zu mal mit Liv abkürzen wahrscheinlich. Die kennt sie vom Markt in Henford, die wohnt auch irgendwo in der Gegend und ihre Eltern sind sehr wohlhabend und haben dieses Haus hier in Copperdale, das ich euch gleich zeigen werde. Das Haus werde ich noch in die Galerie hochladen. Das wird noch einen Moment dauern, weil ich jetzt dann 2 Wochen, nachdem ich jetzt hier aufnehme, bin ich 2 Wochen nicht zu Hause. Aber ich werde es versprechen, ich lade euch das hoch. Keine Eile, also es kommt auf jeden Fall. Das habe ich eingerichtet, das Haus mit Base Game und dem neuen Highschool-Pack. Das werde ich euch gleich nochmal touren. Gibt es auch ein Speedbild zu, verlinke ich euch auch gerne nochmal in der Infobox. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wie dieses Haus entstanden ist. Die wohnen jetzt mit uns hier, denn Olivia hat uns dieses Haus zur Verfügung gestellt. Wir können hier wohnen, also ihre Eltern haben uns das zur Verfügung gestellt. Wir müssen natürlich die Miete
Miete zahlen und die Miete ist nicht ganz so gering. Also die wird bestimmt bei so einem großen Haus schon hoch sein. Das schaffen wir aber schon, denn wir werden alle Nebenjob annehmen und dann ein bisschen Geld in die Kasse reinholen. Ich habe erst überlegt, ob ich sie als Mitbewohnerin mache, dass sie halt eben zusammen als WG leben. Das hat nicht so gut geklappt, da hatte ich noch ein bisschen Probleme mit. Deswegen habe ich sie jetzt einfach in den Haushalt geholt. Und wie ihr seht, leben wir jetzt zu dritt in diesem Haushalt. Und ich bin sehr aufgeregt und ich glaube, dass das eine ziemlich coole Zukunft wird. Und ich gehe gleich nochmal in den Kass und zeige euch besonders von Hazel mal ihre Outfits und die Charaktereigenschaften von ihren beiden Mädels. Und ja, wir gehen jetzt mal rein in das Haus. Ich werde es euch nochmal zeigen. Wir haben hier so einen kleinen Flurbereich. Also es ist alles Base Game und das neue Pack. Das Wedding Pack wollte ich gerade sagen. Nee, das Highschool Pack. Es sind super, und die Bilder sind aus der Galerie, es sind super, super schöne Möbel dabei. Ich war total begeistert. Hier ist das Zimmer von Billy. Das ist nicht ganz so liebevoll eingerichtet. Billy mag es eher klassisch und eher so ein bisschen cleaner. Die anderen Zimmer sehen ein bisschen voller aus. Wir haben keinen Backofen in der Küche. Das liegt einfach daran, dass ich mir gedacht habe, ich mache das wie in so einem, ja, wie in einer Studentenunterkunft, dass es eben eine Mikrowelle gibt, eine Kaffeemaschine, eine Spüle, einen Kühlschrank. Und das war es dann auch schon. Wir können ja einen Grill vielleicht irgendwann mal reinstellen. Hier ist das Hauptbadezimmer. Da steht die Dusche drin, eine Badewanne, eine Toilette. Und dann gibt es auch gleich im Flur nochmal eine extra Toilette, weil ich mir dachte, bei drei Mädels ist es schon gut, wenn wir vielleicht zwei Badezimmer hätten. Also hier an der Seite kommt jetzt noch ein WC. Ja, einfach nur ein WC. So, so. Dann gibt es das Zimmer von der lieben Olivia. Das ist hier. Auch super süß. Die Möbel sind so, so toll. Also unglaublich, was es für schöne Möbel gibt. Ich bin total ausgerastet, ne? Und hier ist das Zimmer unserer Hazel. Da-da-da-da-da. Ein bisschen chaotisch, aber trotzdem sehr liebevoll eingerichtet. Hazel hat noch keinen PC, den muss sie sich erst kaufen. Das Haushaltsbudget ist auf 0 Simoleons, aber Hazel hat ja, wie im Intro schon angekündigt, ein paar, ja, Erntesachen mitgenommen. Es ist nicht viel, also es sind vielleicht 1000 Simoleons, aber ein bisschen was hat sie mitgenommen. Hier oben haben wir dann das Wohnzimmer der drei. Also ich habe hier so ein, ja, Dachboden-Wohnzimmer gemacht. Der Fernseher hängt immer noch zu hoch. I know, hänge ich da ein bisschen runter. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Balkon mit einer Treppe, die nach unten führt. Also diese Treppe werden wir wahrscheinlich gar nicht benutzen, weil wir müssen uns nicht rausschleichen. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal haben. Ist das überhaupt eine Treppe? Kann man die nutzen? I don't know. Aber ich fand es schön, deswegen habe ich sie hingemacht. Genau, das ist also unser Haus. Und ich würde sagen, wir drücken uns einfach mal auf Play. Hauptsächlich werden wir also Hazel steuern. Wir gucken schon, dass wir den anderen beiden auch eine Geschichte geben und eine Stimme geben. Aber unser Hauptsim ist und bleibt unsere Hazel. Ja, und wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Kasten. Dann zeige ich euch noch die Outfits. Denn Hazel hat auch bereits Outfits an, die vom Highschool-Pack sind. Und das möchte ich euch natürlich zeigen. Hier an der Seite seht ihr auch schon, welches Bestreben ich ihr gegeben habe. Ich habe ihr jetzt das Bestreben bewunderte Ikone gegeben. Und zwar, dieser Sim möchte ein berühmter und einflussreicher Trendsetter sein. Eine wahre Ikone. Das ist Hazel. Hazel möchte ein großer Star werden. Sie möchte die Schauspielkarriere bis zum Ende durchrocken. Sie hat Stella Ann aus unserem Nachhaltig-Leben-Let's Play als Vorbild. Und ja, sie will Karriere machen. Und deswegen hat sie dieses Bestreben bekommen. Dann hat sie ja noch das Merkmal selbstsüchtig. Und ich habe ihr noch das Merkmal Partylöwin gegeben. Das ist so cool. Achtung! Diese Sim lieben Partys und lassen das auch alle anderen Sims wissen, indem sie für Stimmung sorgen und Partytricks ausführen. Billy habe ich das Merkmal Drama-Lama gegeben. Dieser Sim wünscht sich jede Menge Drama und zwar ständig. Irgendwie finde ich das bei ihr sehr passend, habe ihr aber zusätzlich, und das muss man gucken, ob das passt, das Merkmal sozial unbeholfen gegeben. Diese Sim tun sich bei sozialen Kontakten schwer und bauen langsamer Charisma auf. Wenn sie es jedoch schaffen, sich Unbehaglichkeit und Nervosität zu überwinden, um enge Freundschaften zu schließen, erhalten sie starke Stimmung. Und ich glaube trotzdem, dass das irgendwie zusammenpasst. Erst war ich unsicher, ob sich das ein bisschen beißt, so von den aber irgendwie, glaube ich, passt es. Und sie hat ja die Spinnerin noch mit drin, das ist bestimmt sehr lustig. Dann habe ich noch unsere Olivia. Und unsere Olivia kommt aus einem sehr guten Elternhaus. Und ich dachte mir, das sollte man so ein bisschen merken vielleicht. Deswegen habe ich ihr das Merkmal zielorientiert gegeben. Nee, sorry, das Bestreben zielorientiert gegeben. Dieser Sim möchte der Beste sein. Noten, check. Sport, check. Geld, check. Die Straße zum Erfolg wird geebnet. Und zusätzlich hat sie bekommen Überfliegerin. Diese Sim bauen schneller Fähigkeiten auf und sind glücklich, wenn sie Arbeitsaufgaben erfüllen. Mit ihnen befreundet zu sein, ist allerdings nicht ganz so einfach. Wir können ja auch mal kurz bei den anderen durch die Outfits gehen. Also das ist Olivias Outfit, also ihr Tagesoutfit. Ich glaube, sie hat auch nur ein Tagesoutfit, ne? Ja. Können ihr natürlich auch noch ein zweites geben. Wenn wir jetzt eh gerade schon im Kasten sind, kann man ja mal gucken, weil es gibt schon echt tolle Sachen. Es gibt auch, ich habe jede Menge Schuluniformen runter.
runtergeladen und es gibt ja auch von den Pack-Schuluniformen. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie festlegen können, eine Uniform, das weiß ich noch nicht. Wenn ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, das ist süß. Boah, das ist irgendwie voll süß. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum der mir die ganzen Icons nicht anzeigt. Aber es ist okay, es ist nicht schlimm. Boah, das ist voll süß. Ich lasse das. Okay, dann ist das hier ihr Abendoutfit. Das ist auch so schön. Sie ist so eine wunderschöne Frau geworden. Das ist unglaublich. Das ist ihr Sportoutfit, das ist ihr Schlafenoutfit, ihr Partyoutfit, die Badebekleidung. Das ist auch so süß, ne? Das heiße Wetteroutfit und das kalte Wetteroutfit. Das ist Billys Alltagsoutfit. Fand ich auch super süß mit den Schuhen, weil die irgendwie so einen Stil haben wie die Bluse. Richtig, richtig schön. Das ist ihr Abendoutfit oder fehlen Ohrringe. Naja, das ist ihre Sportbekleidung, ihre Nachtwäsche, ihre Abendbekleidung, die Schwimmkleidung. Sie hat auch so einen krassen Booty, gell? Dann ihre heiße Wetterkleidung und die kalte Wetterkleidung. So schön. Dann gehen wir rüber zu unserer Hazel. Ich glaube, das Oberteil... Hat die Hazel auch das Outfit? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor gerade. Naja, also das ist eins ihrer drei Alltagsoutfits. Ich bin ein bisschen ausgerastet beim Stylen. Sie ist so schön, oder? Sie sieht ihrer Mom so unglaublich ähnlich. Ist voll krass. Das ist ihr Abendoutfit, ihr Sportoutfit, ihre Nachtwäsche, die Ausgeh-Outfit-Sache, dann die Schwimmsache, heißes Wetter und kaltes Wetter. Kaltes Wetter, da kann man mal sehen, Leute, wie sehr ich manche Stile mag, ja. Ich habe ihr einfach das exakt gleiche Outfit gegeben wie Billy. Naja, man könnte ja sagen, aber die können ja nicht einfach gleich rumlaufen dann. Vielleicht gebe ich ihr das in einer anderen Farbe, weil man könnte ja sagen, dass sie das irgendwie, ja, komm, wir machen einfach eine andere Farbe. Ich habe einfach exakt das gleiche Outfit gegeben. Lustig, ey. Aber ich finde es auch einfach schön, was soll ich machen? Wenn man was schön findet, sollte man es und so weiter. Das ist doch süß, okay? Okay, dann speichern wir das Ganze. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir auch ins Bett, denn es ist bald der nächste Tag und dann müssen wir auf jeden Fall fit sein. Nee, warte mal. Das hier, Olivia, ist dein Bett. Geh du da mal hin. Das ist dein Bett. Habe ich euch die Bettenseiten schon zugewiesen? Entschuldigung, Billy, gehst du bitte schlafen? Dann sagen wir auch... Ah, nee, habe ich schon gemacht, ne? Abschließend für jeden außer Billy. Damit die nicht ständig in die Zimmer der anderen gehen. Abschließend für jeden außer Olivia. Und abschließend für jeden außer Hazel. Weil ich finde schon, dass Privatsphäre wichtig ist. Die müssen sie auf jeden Fall wahren. Steh mal auf, Girl, damit du da rüberkommst. Und dann geht ihr bitte alle schlafen, weil morgen früh beginnt eure Schule, Leute. Ihr geht morgen das erste Mal zur Highschool. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, schlafen. Schlafen. Und die Lichter stellen wir jetzt mal alle auf automatisch. Wieso kriegen wir gerade eine Todesbenachrichtigung? Wer ist denn gestorben? Okay, ich werde das jetzt gleich überprüfen. Aber was ich noch sagen wollte, wir haben... Jetzt bin ich ganz raus, ne? Also, ich habe eingestellt, man kann hier sagen, Folgennachricht aktivieren. Somit habe ich das jetzt eingestellt, dass wir nur bei Hazel die Frage bekommen, ob wir sie aktiv mit in die Schule begleiten wollen. So, das wollte ich noch sagen. Bjarki? Oh nein! Oh, hallo Hazel, ich rufe an, um dir mitzuteilen, dass Bjarki von uns gegangen ist. Oh, also für alle, die jetzt gerade den Part das erste Mal sehen und das Farm Let's Play nicht geschaut haben, Bjarki ist unser Familienhund gewesen. Oh nein, es tut mir leid, dass du dein geliebtes Haustier verloren hast. Das ist wirklich sad. Oh Mann, aber ich dachte schon, es wäre die Mom oder der Dad. Kaum haut das Kind von zu Hause ab, stirbt ein Elternteil, das wäre auch anders schlimm gewesen jetzt. Ach so, genau. Und ich habe unsere liebe Olivia in dem, zeige ich euch mal, im Cheerleading-Club angemeldet. Also die ist Cheerleaderin. Die liebe Billy ist Bohnenmanagerin. Also ich habe sie zur Mengerin. Ach so, lustig. Ich habe sie zur Barista gemacht. Und Hazel weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich möchte, also Hazel wollte ich eigentlich auch cheerleadern lassen. Ich fand es sehr, sehr passend. Aber dann habe ich gesehen, dass man dieses Influencer-Thema machen kann. Und ich finde es irgendwie cooler. Was ist das? Ah, das kann man ansehen. Mhm. Ich fand es irgendwie dann doch passender, deswegen geben wir ihr, glaube ich, diese Influencer-Karriere dann, wenn sie ausgeschlafen hat. Werden wir uns gleich mal anschauen. Es ist einfach Halloween heute. Ich glaube, wir haben... Ich will in die Schule. Können wir den Feiertag skippen? Weiß nicht, ob ich das jetzt so praktisch finde, dass wir heute Halloween haben. Kann ich den Halloween-Tag verschieben? Soll auf jeden Fall nicht arbeits- und schulfrei sein. Ich würde nämlich schon gern Halloween feiern. Aber nicht jetzt. Naja, gut. Vielleicht können wir später dann uns um Halloween kümmern. Wir werden jetzt auf jeden Fall ihre Sachen nochmal... Guck, sie hat nicht viel im Inventar, das sie verkaufen kann. 1300 Simoleons. Ist halt wirklich nicht so viel. Aber ich lasse sie jetzt einen Job finden. Mäuschen, magst du mal aufstehen? Okay, perfekt.
Good morning. Hier, da gibt's nämlich den Job Simfluencer und das ist so... Ey, wisst ihr, was voll lustig ist? Was mir gerade auffällt, ich habe vor 3 Wochen oder so, bevor ich wusste, dass es dieses Pack gibt, oder vor 4 Wochen, den Begriff Simfluencer erfunden und fand's voll lustig. Und habe gesagt, Leute, ich bin eine Simfluencerin, weil ich nämlich die ganze Zeit Werbung für Sims gemacht habe, weil ich das Spiel ja so geil finde, im Live-Chat auf Twitch. Und dann habe ich gesagt so, ich bin eine Simfluencerin und jetzt steht es da! Toll! Ich dachte, ich habe es erfunden. Nein, aber gibt's es schon. Du besitzt eine Webcam und ein wenig Persönlichkeit. Werde Simfluencer und preise die Ware großer Firmen an. Suche Lifestyle-Objekte wie ein Schachbrett, eine Staffelei und so weiter, um mit dem Verfasser von Bewertungen zu beginnen. Okay, ich würde sagen, wir machen das immer abends von 21 Uhr bis 23 Uhr. Dann haben wir nämlich morgens vor der Schule ein bisschen Zeit zu chillen und wach zu werden. Wir kriegen dafür 26 Simoleons. Das ist ziemlich cool. Was machst du denn jetzt? Solo-Auftritt geben. Arbeitsaufgabe. Lifestyle-Produktbewertung erstellen und hochladen. Ja, okay. Eieieiei, was ist denn das jetzt für ein Stress hier? Warte doch mal kurz. Hazel, kannst du mal erstmal pieseln gehen? Du musst nämlich... Ey, wir hatten da jetzt eine Stinkbombe ins Klo gemacht. Ich gehe hier hin. Leute, das dürft ihr aber nicht machen. Bist du ein Schelm oder was? Was ist das für ein Geräusch? Der Kühlschrank ist broken. Du musst einen Reparaturservice anrufen, Girl. Ich kann's nicht reparieren. Nein, 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 nicht da reingehen. Oh mein Gott. Ja, super, Hazel. Wollt ihr ein bisschen quatschen miteinander? Es ist okay, ein bisschen unbeholfen zu sein. Wie süß. Du musst hier keinen Stress machen. Ich habe gesehen, dass du die Kühlschranktür ein bisschen zu fest zugeschlagen hast. Billy, aber mach dir keinen Stress, es ist nicht so schlimm. Ich meine, normalerweise gehen Kühlschranktüren auch nicht so schnell kaputt. Es macht nichts, wenn du ein bisschen unbeholfen bist. Sozial oder auch mit Objekten, das ist kein Problem, Billy. Wollen wir heute Abend was essen gehen? Ja, können wir eigentlich machen. Ich habe gerade mal geschaut. Ich habe eigentlich Zeit. Lass uns aber nochmal schreiben vorher. So, wir haben noch Hunger. Schaffen wir es noch, einen Snack zu essen? Oh! Einer deiner Simos zum Unterricht. Möchtest du mitgehen? Ja! What? Ich war noch nie auf der Highschool. Das ist das erste Mal. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich habe das Pack noch nicht richtig angeschaut. Nur in den Streams und Videos, die es so gab dazu. Hallo, Schülerin Sophia Bjergsen. Hallo, Girl. Ach so, apropos Teenager, meine Lieben. Sehr, sehr gerne dürft ihr einen Teenager erstellen, wenn ihr das möchtet. Weibliche und männliche Teenager, die ja einen coolen Stil haben natürlich, weil wir brauchen ja nur coole Leute. Aber auch gerne ein paar Streber und so. Also alles Mögliche eigentlich. Erstellt alles Mögliche und lade die Sim dann gerne als Teenager mit dem Hashtag InsaneDra hoch. Dann lade ich mir ein paar runter für unser Let's Play hier, damit wir die Schule ein bisschen mit schönen Sim füllen können. Okay? Okay, cool. Ich würde mich freuen. Wir sind jetzt auf der Schule. Können wir sagen, dass die beiden hier auch herkommen? Hm, scheinbar nicht. Das ist aber irgendwie blöd, wenn die beiden nicht auf der gleichen Highschool sind, oder? Oh, schön ist die Highschool auch nicht. Die müssen wir auch nochmal umbauen. Hier ist die Direktorin. Wir müssen, morgendliche Freizeit endet in 1 Stunde 35, vom Direktor mehr über die neue Schule erfahren. Das ist die Direktorin. Wir stellen uns mal freundlich vor, weil wir wollen natürlich einen guten Eindruck machen. Oh, die Direktorin zockt gerade eine Runde. Verstehe. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Hazel Logan. Ich bin neu hier in der Stadt und ich bin auch neu hier auf der Schule. Ich wollte mich einmal ganz freundlich vorstellen bei Ihnen. Können Sie mir ein paar Informationen über die Schule geben, bitte? Können Sie mal den Computer bitte ausmachen? Es wäre mir wirklich recht, wenn die Frau mal aufhört hier. Also ich wüsste gerne, was es hier so für Angebote gibt. Ich habe nämlich gelesen, man kann zum Cheerleading. Das finde ich super spannend. Ist es denn möglich, dass ich zum Cheerleading gehe und gleichzeitig noch eine andere Aufgabe annehme? Weil ich würde gerne so viel machen. Und jetzt sagt sie so, ja. Natürlich, klar, du kannst auch mehrere Kurse annehmen. Wenn du das schaffst zeitlich, dass deine Noten dann immer noch gut sind, kannst du das gerne tun. Und sie hat gesagt, willkommen in der Coppertale High School, Hazel Logan. Ich hoffe, dass du dich problemlos eingewöhnen wirst. Es gibt 2 Unterrichtsperioden, eine am Morgen und eine am Nachmittag. Die übrige Zeit können unsere Schüler mit ihren Mitschülern verbringen und in ihrem eigenen Tempo lernen. Du bist in Klasse 1, also geh zu deinem Lehrer und sag Hallo. Denk daran, dass am Freitag Prüfungen sind. Hä? Das ist ja heute! Du kannst einen Computer aufsuchen, um für die Prüfung zu lernen. Oder hol einfach deine Notizen heraus und bereite dich auf diese Weise vor. Die Fakultät bietet mittwochs außerdem Lernsitzungen nach dem Unterricht an. Wir haben heute... Toll. Muss ich jetzt heute direkt an der... Also, das fände ich jetzt richtig kacke, ey. Wo sind denn die Computer? Oben? Boah, also die Highschool braucht Liebe. Die braucht sehr viel Liebe. Da müssen wir auf jeden Fall umbauen. Das geht ja mal gar nicht, ey. Boah, oder gibt's schon einen in der Galerie? Ich guck jetzt.
Das Problem ist halt, während ich das jetzt gerade aufnehme, ist das Highschool-Pack halt noch nicht raus. Das heißt, ich könnte jetzt eine Base-Game-Highschool runterladen. Oder ich warte halt noch 3 Parts. Dann würde ich im dritten Part, weil ich nehme jetzt den zweiten direkt im Anschluss auf, dann würde ich im dritten Part eine Highschool von der Community benutzen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil die sind alle jetzt noch, ja, nicht mit dem neuen Pack. Wir können jetzt für Prüfung lernen. Das ist natürlich jetzt hardcore, dass wir direkt für die Prüfung lernen müssen. Aber naja, dann machen wir das jetzt halt. Was möchtest du denn noch tun? Oh nein, wir können nicht mehr für die Prüfung lernen. Wir müssen zum Unterricht. Oh je. Oh, Hazel ist jetzt halt echt traurig, ne? Vielleicht guckt sie auch gerade, ob ihre Eltern sich bei ihr gemeldet haben, aber sie hat keine Nachricht auf ihrem Handy. Sie ist sehr traurig. Hi. Hi. Oh. Hi. Jeb. Ja, wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf unsere Bildung, bevor wir hier jeden anflirten, denn, ja, ich werde eure Townies platzieren. Ja, und jetzt? Girl, bleibst du bitte da sitzen? Oh mein Gott, Prüfung machen. Wie soll sie denn eine gute Prüfung absolvieren? Ein schwieriges Problem. Du bist im Ausland und möchtest in einem lokalen Restaurant zum Mittagessen. Deine Freunde behaupten, es sei das beste Essen der Stadt. Aber du musst das Essen in einer fremden Sprache bestellen. Was würdest du sagen, um dein Essen auf höfliche Weise bei einem Kellner zu bestellen? Auf Charismafähigkeit verlassen oder improvisieren? Ich denke, wir verlassen uns auf die Charismafähigkeit, weil das ist ihre Stärke, zu sprechen. Oh. Hazel hatte nicht so viel Ahnung von dem Thema, wie sie eigentlich dachte und stottert beim Antworten ziemlich herum. Geringer Vorteil beim Prüfung basieren auf Fähigkeiten. Oh, dammit, das war nicht so gut. Naja, gut, du sollst freundlich sein zu einem Schüler. Dann sei doch mal zu Morgan freundlich. Na, hol dir erstmal was zu essen, okay. Voll die Gang hier. Die haben alle eine Schuluniform an, außer wir. Kostüm tragen. Nee, das traue ich mich jetzt nicht. Wieso isst du denn im Klassenzimmer? Oh, Ellie hat geschrieben. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Aber irgendwie vermissen tut sie uns nicht, ne? Naja, ist okay. Es ist okay, Mama. Ja, krass. Also irgendwie muss ich das Ganze noch verstehen. Wir haben jetzt 2 Stunden Pause. Guck mal, er sitzt hier auch ganz alleine. Wir setzen uns mal zu Hugo. Okay, wir setzen uns hier hin. Sophia ist da hingegangen. Und dann würde ich mich mal mit Sophie reden und mal bei ihm vorstellen, dass wir einfach ein paar neue Leute kennenlernen. Jetzt läuft Sophie einfach weg. Hi, ich bin Hazel. Ich hoffe, dir geht es gut. Rita ist die Lehrerin von uns. Da stellen wir uns mal freundlich vor. Und dann müssen wir für die Prüfung lernen. Kannst du das? Ja, das kann sie jetzt hier machen. Und in 35 Minuten geht es weiter. Sie hat nebenbei einen kleinen Post gemacht. Was müssen wir denn tun? Lifestyle-Produkt erstellen und hochladen. Okay, das müssen wir dann mal anschauen. Also ich denke auch, dass ich die Townies, die jetzt hier schon sind, teilweise einfach ein bisschen umstyle. Weil wir eine ganz coole Highschool haben, aber die ist ja wirklich hässlich. Also tut mir jetzt leid, es so knallhart sagen zu müssen. Aber ich weiß auch, dass die so konzipiert wurde, dass man da noch selbst bauen kann. Aber das ist ja schon arg unschön, ne? Also sorry, aber... Besitzanspruch an Spind anmelden. Das machen wir gleich. Oh, Girl, du musst. Oh, geh schnell in den Unterricht. An Prüfung teilnehmen. Schau wieder. Gott, voll der Prüfungstag. Das ist ja voll der Stress. Hazel, wieso stehst du denn auf? Bleib doch bitte sitzen. Okay, hat sie gemacht. Huch, es ist schon 15 Uhr. Oh mein Gott. Der Abschlussball steht vor der Tür. Okay, weil halt heute schon Freitag ist, ne? Fände ich jetzt irgendwie komisch, wenn wir jetzt schon zum Abschlussball gehen. Wir kennen ja niemanden. Ich weiß nicht. Hazel möchte auf jeden Fall Spaß haben und eine Party besuchen. Samstagabend. Naja, gut, dann fragen wir vielleicht unsere Freundin, ob sie einfach mit uns auf den Abschlussball geht, oder? Können ja sonst niemanden fragen. Ich meine, Jeb ist schon ein Netter, ne? Wir fragen mal, ob er uns cool findet. Stell dich jetzt doch mal vor. Hi, ich bin die Hazel. Ich bin neu hier in der Schule und ich wollte mal sagen, dass ich Feiertage gern hab. Sie ist halt selbstbewusst. Er fand's cool. Oh, schön. Vielleicht können wir ein bisschen mit ihm quatschen, nach Stimmung fragen. So, hey, wie geht's dir? Erzähl doch mal. Ihr erster Kontakt einfach. Er ist voll nett. Wieso ist er denn direkt kokett, sag mal? Um Rat bitten vielleicht. Ist ja gut. Was macht er denn? Sie erzählt ihm jetzt, dass sie ihren Hund verloren hat und deswegen super traurig ist. Aber heute ist Halloween und also Halloween ist schon cool. Hast du Lust? Ich schmeiß heute Abend ganz spontan eine Halloween-Party bei mir zu Hause. Willst du kommen? Ja, können wir gerne machen. Ich meine, ich gehe gerne auf Partys und so. Das ist schon cool. Oh mein Gott! Leute, da steht was. Oh, wow, steht da. Dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Hazel ist total verknallt in Jeb. Also, es ging mir ein bisschen zu schnell. Hazel! Und es gibt Cheerleading-Wettkampf. Oh, das ist interessant. Nein, natürlich habe ich da keine... Ich bin kein Cheerleader, aber ich möchte vielleicht Cheerleaderin werden. Oh mein Gott, jetzt steht sie auf Jeb. Zeig einmal. Schwärmerei, süß.
Vielleicht auch, weil er halt der erste Boy jetzt war, den sie getroffen hat in der Schule. Und jetzt ist es auf einmal jemanden, den sie interessant finden könnte. Also Jeb bekommt ein Umstyling. Kein Problem für uns, ne? Jeb, die wohnen doch, glaube ich, in Evergreen. In Evergreen wohnen die doch, glaube ich. Jeb, kannst jetzt mal deinen Plastikhut da wegmachen? Wir brauchen dich mal. Er kriegt ein ganz minimales Speedy Gonzales Umstyling und ist gleich fertig. Also ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich ihm überall diesen Hut weggenommen habe, weil irgendwie gehört es ja auch zu ihm. Aber nee, Leute, wir wollen ja schon wissen, wer ist so, ne, was da unter ihm steckt. Also ich lasse mal seine Klamotten an sich, aber ist ja eine süße Schwärmerei direkt, ey. Cool. Okay, safe. Okay, Jeb ist jetzt gegangen, aber sie findet ihn auf jeden Fall schon mal süß. Ich hoffe, das ist jetzt geblieben. Schwärmerei, ja. Okay. Ja, krass. Oh mein Gott. Okay. Dann gehen wir jetzt nach Hause und ich würde sagen, wir werden jetzt eine kleine Halloween-Party schmeißen. Also Abfahrt, Hazel. Was willst denn du hier? Tommy, Süßigkeiten-Sammlerin. Aber wir wollen dir keine Süßigkeiten geben. Der ist eine Party für Erwachsene. Also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Decoration, ne? Ist klar. Dann machen wir eine ganz kleine, minimale, aber feine Party. Wir platzieren hier jetzt einmal die Deko-Box. Die kann dann da auch bleiben. So, dann wühlen wir mal nach Herbstdeko und bringen die Deko. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Das bringt sie sicherlich auch auf andere Gedanken. Hallo Girls! Ich bin wieder zu Hause! Also ich organisiere jetzt alles für unsere Party, okay? Ja, mach mal. Könnt ihr dem Kind was Süßes geben? Na, geben wir dem Kind halt was Süßes. Gebt ihnen ruhig zwischendurch auch mal was Saures, damit sie ein bisschen was zum Lachen haben, weil sauer macht lustig. Denkt Hazel zumindest. Oh ja, wir haben einen Kürbis. Cool. Und da sind ja lauter so Sachen. Toll, was sie alles aus der Kiste gefischt hat. Supi. Also den Kürbis müssen mal auf jeden Fall auf die Treppe stellen. Das sieht cool aus. Das hier machen wir dann hier rüber. Und dieses Ding legen wir auf die Treppenstufe. Och Mensch, das ist ja super. Guck mal, jetzt haben wir noch einen Kürbis. Sieht der genauso aus? Nee, der sieht anders aus. Wow. Dann haben wir ein paar gruselige Kerzen, die wir wohin machen? Auf den Esstisch. Und was ist das? Ein Bild von einer Birne. Yep. Okay, cool. Wir müssen festliche Beleuchtung. Ja, haben wir. Können wir den Kürbis anzünden? Nee. Also, ich wollte ihn jetzt nicht umbringen, den Kürbis, ne? Ach so, Fundamente für hier Halloween. Entschuldigung, ich suche Halloween-Beleuchtung, Halloween-Decoration. Verkleiden, ja, wir verkleiden uns jetzt alle mal. Du kannst dich verkleiden in einen Schurke, das finde ich cool. Sie ist ein Schurke? Oh, bist du cool! Wait! Und vielleicht möchtest du, Olivia, dich in einen Cheerleader verwandeln? Wie siehst denn du dann aus? Zeig mal. Nee, Girl, das ist nicht gruselig. Mach was anderes. Prinzessin Layla? Ich meine, es muss ja nicht gruselig sein an Halloween. Oh mein Gott, das sieht cool aus. Und Hazel, als was möchtest du dich verkleiden? Vielleicht als Dienstmädchen, ha? Ja, wie cool. Okay, wollen wir jetzt ein paar Leute zu uns nach Hause einladen? Wir laden Jeb ein, weil den haben wir jetzt gerade kennen. Ist er schon da? Wir laden Sophia ein. Gruppe zum Abhängen einladen. High Society? What? Die sind ja in der Gruppe der High Society. Das ist ja cool. Die haben wir jetzt eingeladen zu uns. Und wo ist Jeb? Stopp mal. Bleib doch mal. Jetzt ist er einfach gegangen. Ich finde es einfach so cool. Können wir bitte ein Foto zusammen machen? Weil das geht jetzt nämlich auch. Können wir kein Dreierfoto machen? Jetzt will ich wieder. Jetzt habe ich wieder Ansprüche, gell? Wir machen jetzt ein Zweierfoto. Oh mein Gott, ist das cool. Nice. Oh mein Gott, das ist so süß, guck mal. Okay, das gleiche brauchen wir aber auch noch von Billy. Oh, Hazel muss zur Arbeit. Ja, natürlich. Müssen wir da aktiv hin, oder was? Das wusste ich nicht. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Jetzt hat sie sich umgezogen. Nee. Mach ein Foto mit ihr. Und ich habe den Postplayer drin. Super. Ey, hallo. Oh, und da hinten wird geknutscht. Ja. Okay, cool. Da ist jetzt ein Gesicht davor. Oh, oh, das ist cool. Ja, das will ich haben. Oh, wie nice. Guckt's euch an. Unglaublich cool. Das hänge ich direkt runter an Hazels Wand. Das muss ich direkt in ihr Zimmer hängen. Das ist so süß. Oh, das hänge ich natürlich jetzt auch in dieses Zimmer hier, dass unsere Maus hier drüben auch so ein Bild hat. Und Billy kriegt auch eins in ihr Zimmer. Ah, ist das cool. Ich mag's, ich mag's. Bin ich jetzt in den Baumodus gegangen? Das wollte ich jetzt nicht, ne? Müssen wir jetzt eigentlich noch Hausaufgaben machen? Oh, ja, müssen wir. Verdammt. Naja. Okay, aber der Tag ist viel zu kurz, um noch Hausaufgaben zu machen. Können wir nochmal schnell pieseln? Nicht auf die Toilette, die ist vergemeint. Da gehen wir nicht hin. Es ist einfach die High Society... Mom kommt zu Besuch. Hazel? Hazel, bist du da? Hazel, mach bitte die Türe auf. Mom, was machst du denn hier? Hazel, Mensch,
Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Was machst du denn hier? Ich habe deinen Brief gelesen. Du kannst doch nicht einfach ausziehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Aber Mom, ich habe euch doch einen Brief geschrieben. War doch alles drin gestanden, warum ich hier bin und wieso ich hier hin will und alles. Also, aber du kannst es nicht... Copperdale, weißt du, wie weit das war? Ich war so lange unterwegs jetzt. Schatz, sie vermissen dich daheim. Ach, Mom, ja, ihr habt doch genug um die Ohren. Das passt schon. Ich kann hier Karriere machen, weißt du? Ich will groß rauskommen. Ich habe alles in meinem Brief erklärt. Du musst nicht hier sein. Ich werde nicht zurückkommen. Das erwarte ich auch nicht. Aber bitte sag uns, wenn du irgendwas brauchst. Mom, ich brauche nichts. Alles okay. Aber ich möchte, dass du weißt, dass es nicht in Ordnung ist, dass du einfach gegangen bist. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Mom, es ist euch aber auch erst viel zu spät aufgefallen, oder? Wann ist es euch denn aufgefallen? Wie meinst du das? Naja, wir haben heute Freitag. Ich bin in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausgezogen. Und es fällt euch jetzt auf? Natürlich nicht. Uns ist es vorher schon aufgefallen. Aber naja, ich musste erst die Zwillinge zu ihrem Vater bringen. Und weißt du, Mick hatte noch einen Kurs mit seinen Pfadfindern. Ja, Mom, genau. Ich weiß. Das ist schon in Ordnung. Deswegen bin ich jetzt hier und ich kümmere mich jetzt einfach um mich selbst. Und ich bin alt genug, du musst dir keine Sorgen machen. Kümmere dich lieber um Mick und die Zwillinge. Die brauchen, glaube ich, mehr Sorge. Jetzt ist die Mod. Nicht gucken, das ist die Postplayer-Mod, Leute. Ich habe den Postplayer drin. Vergessen rauszunehmen. Entschuldigung. Also, Mom, ich muss jetzt aber auch los, weil ich habe einen Job und ich muss arbeiten gehen. Sag Dad, dass alles in Ordnung ist und den anderen weiß ich nicht. Sag ihnen nichts. Ja, okay. Also, Mom, tschüss. Oh Gott, ich muss eigentlich so dringend pinkeln, aber ich wollte jetzt nicht noch länger bleiben. Ja, und Hazel denkt jetzt über das Gespräch mit ihrer Mutter nach und findet das Gespräch ganz komisch und will auch eigentlich nicht, dass ihre Mom noch da ist, wenn sie nach Hause kommt. Also, wir lieben Ellie, ne? Aber sie liebt ihre Mutter nicht so, wie man vielleicht seine Mutter lieben sollte. Die beiden haben einfach eine Geschichte und ja, die ist einfach anders. Wir schicken sie jetzt nach Hause. Auf Wiedersehen, Miss Logan. Ja, okay. Tschüss. Ich würde sagen, wir freuen uns jetzt mal hier an. Stell dich doch mal respektvoll bei den Leuten vor. Da ist ja auch eine Erwachsene. Bescheidene Prahlerei. Das ist ja cool. Also, ich bin ja jetzt auch in meinem ersten Jahr auf der Highschool, aber ich bin bereits jetzt so gut. Ich habe nur gute Noten und gute Noten sind mir auch wichtig. Also, es ist ganz wichtig, dass man wirklich auch viel lernt und so, weil man will ja auch was erreichen in seinem Leben. Heute sind Hazel einige Dinge passiert, die es wert wären, auf Sozialhase gepostet zu werden. Öffne Sozialhase auf deinem Telefon, um zu posten. Okay, das möchten wir, aber Hazel ist gerade nicht da. Möchtest du auch was auf Sozialhase posten, Mausi? Nee, oder? Was möchtest du denn eigentlich tun? Eine Fähigkeit Level 2 erreichen? Wie wäre es, wenn du noch eine kleine Runde joggen gehst? Weil du bist ja auch die Sportliche. Du magst ja Sport. Dann geh doch eine Runde joggen. Und ich gucke mir das nochmal hier an. Genau, Fitness und Videospiele sind deine Vorlieben. Und du magst kein Grün. Okay. Und was ist bei dir eigentlich? Mag auch Fitness. Seit wann? So, Hazel kommt jetzt gleich von der Arbeit zurück. Okay, sie hat 52 Simoleons mit nach Hause gebracht. Finde ich natürlich gut. Okay. Habe ich mir noch nie angeschaut, ne? Ist ganz neu. Zur Kontaktliste hinzufügen. Oh, also Jab natürlich. Ich habe Jab hinzugefügt. Wir werden aber auf jeden Fall auch unsere Mädels natürlich hinzufügen. Oh mein Gott, wir können richtige Freunde adden. Das ist so cool. Oh nein, Rhonda hat keine Haare mehr. Da muss ich mich noch drum kümmern. Dann werden wir einen Post machen. Über Leidenschaft für Partys posten. Ich würde sagen, wir machen eine glückliche Story. Und dann vielleicht noch eine Story über den Feierabend. Stress-Story. Oh, es war so stressig heute auf der Arbeit. Aber ihr kennt das sicher. Es ist immer mal wieder einiges zu tun. Und was kann man denn seinem Kontakt schreiben? Etwas kokett. Das ist so krass, Leute. Eine freundschaftliche Nachricht, eine kokette, eine lustige oder eine gemeine Nachricht. Wir können ja Jeb eine freundliche Nachricht schreiben. Sie ist ja sehr selbstbewusst und hat ihm jetzt einfach mal was Freundliches geschrieben. Jeb, ich bin so froh, mit dir befreundet zu sein. Dankeschön, dass du meinen ersten Tag so besonders gemacht hast und mir alles gezeigt hast. Das war ganz nett von dir, Jeb. Vielen Dank, sagt sie ihm jetzt einfach. Und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ich finde es richtig cool. Wir können Olivia und Billy, wir können Olivia mit einer freundlichen Nachricht taggen. Ob moralische Unterstützung oder Ratschlag, Olivia ist immer für einen da. Oh, süß, ich liebe es. Was müssen wir denn hier überhaupt tun? Bei T-Pose Herausforderungen mitmachen, Freundschaft mit 10 Sims im Teenageralter schließen und 5-mal auf Sozialhase posten. Ah, das ist so cool. Haben wir eine Benachrichtigung? Es hat jemand geliked. Und da auch. Und da auch. Oh mein Gott. Das ist aufregend.
Oh, du bist hier gerade joggen. Wie cool ist das denn? Schau dich doch hier einfach mal ein bisschen um, Girl. Ja, sie ist schon wieder auf dem Weg nach Hause, gell? Ach, krass. Das ist auch cool, dass wir eine Open World bis runter zum Freizeitpark haben. Richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob Sozialhase das alte Simstagram war. Also gibt es jetzt noch Simstagram oder wurde das jetzt ersetzt mit Sozialhase? Ich glaube fast, dass das ersetzt wurde, ne? Follower überprüfen. Hazel hat ein Follower. Cool. Und Lektion Überflieger. Olivia ist eine Überfliegerin. Diese Sim bauen gerne und schneller Fähigkeiten auf. Ja, das weiß ich. Das ist ziemlich cool. So, Hazel hat gar keinen Spaß in ihrem Leben. Was kann sie tun, damit sie Spaß hat? Vielleicht, boah, ist sie noch 2 Tage traurig. Oh. Vielleicht kann sie ihre Gedanken mal ausdrücken. Sie schreibt ja auch eigentlich ganz gerne. Und sie möchte gerne zu Musik aus Stereoanlage tanzen. Wir haben hier oben, glaube ich, eine. Oh, sie hat jetzt die Schreibfähigkeit erworben. Nice. Dann komm mal bitte her und mach dir einfach mal noch ein bisschen... Oh mein Gott, das ist ein... Nein, du gehst sowas von schlafen, Girl. Oh, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, Leute. Olivia, gehst du bitte auch mal schlafen? Olivia! Okay, sie kommt schon. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geschaut. Oh mein Gott. Okay, dann lassen wir die drei jetzt schlafen. Und dann würde ich sagen, ist der erste Part tatsächlich auch an der Stelle beendet. Es war eine sehr aufregende erste Zeit in diesem Let's Play. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sicher, dass das ein mega cooles Let's Play wird, dass es eine ganz tolle Geschichte wird. Ich freue mich tatsächlich jetzt doch mehr, auch die anderen beiden Charaktere zu spielen. Ich habe ja erst gesagt, ich wollte sie als Mitbewohnerin machen, damit ich sie nicht aktiv spielen muss. Aber jetzt gerade, während ich sie so ein bisschen gespielt habe, finde ich es schon sehr cool und ich freue mich auch drauf, ihnen eine Geschichte zu geben. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir die anderen beiden auch mal steuern sollen. Also ob ich zum Beispiel mal mit Billy in die Schule soll oder auch mal mit Olivia in die Schule soll. Einfach damit wir deren Geschichte auch voranbringen. Da bin ich mal gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Und schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Let's Play mitspielen wollt. Da bin ich auch sehr neugierig, ob der ein oder andere von euch mit den Regeln auch eben dieses Let's Play startet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, Tag, Mittag, je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Wir sehen uns in Part 2 wieder, meine Lieben. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssli.